Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem LS22RP-Projekt Grow Level Up. Wieder zusammen natürlich mit dem lieben Wolle bzw. Tino und zur Unterstützung die liebe Adelheid. Ja, hallo, ihr zwei. Du eine Adelheid. Hübsche. Na, ihr zwei Hübschen. Oh, das ist ja eine wilde Truppe hier heute, Menschenskinder. Ja. Kannst ja gar keinem erzählen. Ich habe irgendwie an meinem linken Arm von meinem Düngestreuer in den Silageballen kleben. Der auch fährt die schlecht. Ganze Zeit mit mir rum. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal die Ballen auf die Straße da geschoben, auf den Weg. Aber die Idee. Sind ja bald weg, ne? Ja, ja, die sind gleich weg. Die tun wir gleich weg. So. Bin hier schon wieder gleich fertig mit Düngen. Ah, sehr den gut. Ballen bin ich auch los. Perfekt. So. Adelheid, wie klappt das bei dir mit den Dings hier, mit den Pressen? Naja, also mit langen Dingern kenne ich mich ja aus. Na, das ist ja schon mal ein Erfolgserlebnis. Dann funktioniert's ja. Sehr gut. Ich glaube, da bist du die richtige Frau. Super Unterstützung. Ja, die richtige Frau dafür. Ja, immer die richtige Frau an deiner Seite, die immer zeigt, wo der Hase der Pfeffer hat, wa? So musst du das auch, ja. Adelheid. So aber musst da du hab das. Ich mal eine Frage. Das ist nämlich ein bisschen ein Einstellungskriterium für mich. Wolle, du nennst das gerade ernsthaft Einstellungskriterium? Ja, Wolle, du hast sowieso kein Mitspracherecht. Ich habe das Ja angekreuzt. Du hast mir den Zettel mit Ja, Nein, nee, vielleicht. Nee. So läuft das schon mal gar nicht. Und ich habe Ja angekreuzt. Also, komm, du hast ja doch die ganze Zeit hier, ne? Du kannst nicht jetzt schon meine Autorität untergraben, Adelheid. So, also, pass auf. Du hast also, gar keine. Ein Einstellungskriterium. Wie sind deine Klöße? Deine Klöße, deine Sonntagsklöße. Kannst du Sonntagsklöße nach altem Rezept? Also richtig mit der Klöße. Meine Mutti hat immer gesagt, ich kann es besser als Oma. Die Klöße? Ja. Das hat deine Mutti aber nicht vor der Oma gesagt. Na, Sigi. Ja, das ist aber. Was hat Omi aber gesagt dazu? Ja, die war kurze Zeit später nicht mehr da. Oh. Ja, kann ich mir vorstellen. Da will ich auch das war los. Ein Schock, ne? Sag mal, dünge ich eigentlich nur unter. Oh mein Gott. Wolle. Das ist ja gar nicht unser Feld, das eine. Was sagst du denn? Da weiß ich auch nicht, was ich zu sagen soll. Naja, du warst so voller Tatendrang. Och, nee. Hast du toll gemacht, Wolle. Ja, da haben wir das gleich mitgebracht. Ich habe mich schon gewundert, wenn ich so groß war. Das fällt doch gar nicht. Aber der Hofbesitzer von den Seitenstechern, der freut sich. Ja. Ist das wirklich den Iers? Nee, das ist von dem Hofbesitzer. Ach, von dem Hofbesitzer, okay. Ja, von dem klar. Herrn Thalberg ist das, glaube ich. So, wenn mal, düse mal vor, weil da kann ich dir gleich hinterher zimmern. Ja. Oh. Wilma? Ja? Hast du dir die Farbe ausgesucht? Nee, war so im Angebot. Das hat tatsächlich der Händler uns einfach angetan. Ach ja, war das noch der Herr Obermeier oder der Neue hier, der Vertreter? Das war der Obermeier. Ist ja, das ein ganz Neuer oder ist das nur eine Vertretung? Naja, der hat irgendwo anders schon mal gemacht. Ach so, aber bleibt der jetzt, meine ich, oder kommt der Obermeier wieder? Naja, es kommt drauf an, wie der Obermeier sich heute schlägt. Oder wie der Neue sich schlägt. Oder, ach, wir wissen es noch nicht. Okay. Also das ist momentan alles auf Probe. Das ist jetzt quasi Praktikant? Momentan alles auf Probe. Hm. Alles auf Probe, okay. Na gut, dann warten wir mal ab. Titi. Ein Bein verloren. Ja, warte, dein einer Arm ist ein bisschen umgeknickt. Was ist denn? Ja. Wickelt der? Nein. Warum nicht? Der ist nicht gewickelt. Oh, die ist auch irgendwie generell nicht. Würde ich sagen. Das ist so ein Fliegeding, ne? Ich glaube schon, ja. Ah ja, der steht. Ja, der steht in der Luft, eindeutig. So, Wilma, ich sammle jetzt erstmal schnell die Ballen ein hier, dass das Chaos ein bisschen weniger warte, wird. Warte, ich muss hier mal. Miau. Genau, dass das hier hinten bloß wegkommt. Genau, so, einmal hier drauf. Da fliegt ein Ball. Oh wow, ist alles okay bei dir? Oh. Adelheid, mach keinen Scheiß. Familie Ackerer. Hallo? Guten Tag, Polizei Geigenberg. Hilfe, hallo. Wir werden von Ballen angegriffen. Gewickelte Ballen. Uns wurden unbekannte Flugobjekte gemeldet. Ja. Und das ist aber ganz schlecht. Ja. Ballen, alles in Ordnung? Nee, und das sind unsere Ballen. Ja.
Wolfgang, und, Hilfe, ich werde angegriffen. Wilde Ballen. Aber Herker, darum kümmern wir uns gleich mal. Ja. Ich stehe hinten auf der Landstraße. Das ist schön für Sie. Sie glauben nicht, was mich hier anlächelt. Nein, jetzt sagen Sie es. Ja, Gras auf der Straße. Ja, aber da kümmert sich doch die Adelheit gerade drum. Achso, ich wollte gerade sagen, die tut doch schon pressen. Die ist doch hier unterwegs. Ja, aber wir hatten letztes Jahr schon besprochen, dass wir versuchen sollten, das zu vermeiden. Ja, wie denn? Ja, indem sie halt anders mähen. Ja, sehen Sie, jetzt hat die Wilma gemäht. Letztes Jahr habe ich gemäht. Ja. Achso, ja gut, Frau Akar, dann auch für Sie nochmal die Information. Versuchen Sie mal hier, keine Ahnung, mal quer zu mähen und nicht so auf die Straße, ja. Quer ist natürlich hier sehr, ja lassen gut, das ist die eine Bahn geht mit Sicherheit. Lassen Sie mal hier Motorradfahrer langkommt, der rutscht ja aus, fliegt hin und dann... Ach, der slidet darüber, was meinen Sie, was das für ein Fahrerlebnis ist? Na. Der kann so viel seinen Freunden dann davon erzählen. Ja, du hast wohl die Wilma noch nie Motorrad fahren sehen, Mensch. Ja, müssen wir mal zusammen machen, wissen Sie, das ist wirklich, das ist ein Erlebnis, das brauchen Sie. Ich hab eine alte S51 zu Hause. Geht die auch? Ich weiß nicht, wenn die noch fährt. Der S51? Ja. Hast du die aufgebohrt? 6 Kubik-Kanal drauf, CBS, Spott aus Buff-Resonanz, ja? Klar, Wolfgang, sag's doch. Auf der Filter? Ja. Luftfilterkasten umgebaut, Elektronikzündung. Und alles verchromt. 12 Volt? Ja. Unterbrecher oder Nee. Nee? Nee, aber alles geil, verchromt auch. Ja, mal vorbeikommen. Ja. Würde ich mal vorbeikommen. Sagt der Polante nicht, die ist nicht zugelassen. Machen wir, glaube ich, nichts auf die Straße, nur auf dem Weg hinten. Wie schnell fährt denn die? Ach, wisst ihr was, ich bitte die Polizei. Ha, ha, ha. Ich darf ja. Die fährt richtig schnell. Okay. Weiß ja, das nicht. Ist ja super. Letztes habe ich sie irgendwie bei 75 oder so ausgekitzelt. Ja, das ist ja jetzt noch nicht so richtig schnell. Ja, ist schon ganz gut. Den Berghof hinten da im Dorf kannst du ja nicht schneller fahren. Nee, das stimmt. Ja. So. Nee, gut, ich sehe gerade, sauber gemacht ist es. Super. Schöne Grüße an die Adelheid. Na, Wolfgang, kein Problem. Konrad. Oh, wir haben ein Problem. Warum? Achso, und Adelheid, ich grüße dich ganz von Wolf, ja. Ich habe ein Problem. Ja? Unser Ballenlager ist voll. Ja. Kriegen wir noch eins? Ja, nö. Das ist aber schade. 250 Ballen rein. Ja, da haben wir noch 9 Luft. Wow. Ja, dann verkaufen, ne? Ich komm mal. Warten Sie mal, ich komm mal zu Ihnen zum Dings gefahren. Wolfgang. Ja? Wir beide müssen uns noch mal ganz kurz unterhalten. Wegen? Nicht du. Nicht Wolle. Ich brauch den anderen Wolfgang. Ach so, na, dann mach das doch. Aber wie kann man denn so... Kannst du mal diese Dinger hier zurückgeben irgendwie? Weil die sind echt mega beschissen abgelegt. Mit denen du da gekommen bist. Wolfgang, würdest du die mal bitte mit wegnehmen? Also Konrad? Ja, Konrad. Ich würde es gerade sagen, wer heißt denn hier eigentlich noch Wolfgang? Irgendwas ja, mein Zweitname ist Wolfgang, aber das weiß eigentlich keiner. Ach so. Ja, wir beim letzten Mal, wo wir mit der Katze unterwegs gespielt haben. Genau, jetzt schneid euch mal an da oben, jetzt kommen ein paar Silage rein. Wer ist denn heute der Spediteur? Der JP. Okay. Der wartet auch oben. Adelheid, was soll ich für dich mitnehmen? Ja, da diese zwei komischen Ballendinger vorne. Musst du dir aber den Traktor holen von der... Uiuiuiui. Vom Spedi. Ja, und was mit unseren fliegenden Ballen könnt ihr die? Kriegen wir die bitte wieder irgendwie... Der fliegende Ballen liegt hier. Ach so. Ist der zurückgekommen? Ja, der liegt da vorne. Aber ich brauche, also Konrad, wir beide müssen uns noch mal ganz kurz unterhalten. Ja, du Adelheid, ich hol, ja, dann. Ja, jetzt nimm die doch mal mit, welches Kinder. Ja. Die will was von dir. Sei froh. Ja. Hat die bei mir noch nicht gemacht. Ja. Die wirst du auch so schnell nicht mehr los, Wolfgang. Ja, deswegen, ja. Ja. Adelheid, ich nehm die mal mit. Ja. So. Ich fahre jetzt die erste volle Fuhre Silage, fertige Silageballen weg. Ja, tu es. Mach ich. Lass aber immer direkt gut schreiben, ne? Ja. Anhänger sag mal, für Anhänger. Wie ist das jetzt mit Feld 41? Das mähe ich gleich auch, ne? Das kannst du drüber fetzen, wenn du willst. Bitte. Mach ich.
Adelheid macht ja weiter, die presst ja trotzdem, genau. Ja. Oh, das ist richtig. Weißt du, dass uns das richtig in die Karten spielt? Das ist Jackpot-Wolle. Das ist wirklich, wirklich Jackpot. Ich würde mal noch ganz kurz in der Hohen Kammer Bescheid sagen, wegen dem Feld, wegen der Wachstumsstufe. Ja, mach das. So. Wir müssen mal gucken, wie viele Punkte wir heute kriegen. Weil wir könnten uns ja auch einen großen Drecher holen. Ja, haben da wir hatten wir schon mal drüber überlegt. Ja. Ob ja oder nein. Okay, perfekt. So, 24 Ballen gehen jetzt nach oben. Sehr gut. Die ersten 24 von vielen. Die ersten. Ab geht die wilde Fahrt. Ja. Ja, haben wir schon mal drüber überlegt. Boah, das ist krass, ne? Ich weiß gar nicht, ob es einen Fermenter gibt. Haben wir das überhaupt bei uns? Gibt es das bei den Perks? Ich meine, Mieten, obwohl weiß ich auch nicht, ne? Haben wir das überhaupt irgendwie die Möglichkeit? Oh Mann, ey. Das schallert natürlich heute. Ich bin echt gespannt, ne? Ich bin wirklich, wirklich, wirklich super krass gespannt. So, den Ball nehmen wir wieder mit. Ja, stimmt, können wir Adelheid fragen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Dann, ja, die können da ruhig so schief bleiben, ne? Ich möchte sie nur nicht auf die andere Bahn werfen, wo jetzt dann, ja, da noch weiter gepresst wird. Ach, shitty. Wir hängen schon wieder. Mal zusammenklappen. Dürfen bestimmt mehr neue Ballen werden, als trotzdem Entnahme gerade im Lagerplatz haben. Also ein paar müssten wohl im Freien liegen bleiben. Ja, gut, das ist ja, ich sag's mal so, ich möchte sie nur hier vom Feld diesmal weg haben, ne? Weil das hier ist gerade halt wirklich ein bisschen nervig für uns. Schiedi. Ist ja witzig, dass wir manche so schieben können und andere nicht, ne? Schieben den jetzt einfach so weg, weil der lässt uns halt echt mal so gar nicht da lang. So, rüber mit dir. Weg da. Jo. Genau, bleibt das liegen. Ist ja nicht schlimm, wenn die draußen liegen. Ich möchte sie halt hier nur von den Feldern auf jeden Fall weg haben. Damit wir das hier jetzt halt nicht wieder haben, ne? Deswegen mal gucken. Ja, kommen wir diesmal lang. Ich würde sagen, klappt da runter. Jawohl, ja. Jetzt. Ey, das Teil nervt, ne? Okay, wir fahren jetzt erst. Ich darf noch nicht mal mehr fahren. Really? Der Ball ist mal ein bisschen sehr tricky, ne? Jetzt, geht doch. Geht doch. So. So, dann können wir gleich halt schon direkt hoch zum Klee. Oh, nice. Ja, richtig gut. Richtig. Halt, stopp. Mal da rum. Jawohl, ja. Oder? Ja, doch, doch, doch. Wie toppi. Weil das schon wieder dunkel wird, ne? Ich hasse es so. Ich hasse es. Treffen auf der Runde. Ah, okay. Ja, wenn er so liegt, dann. Oh, warte. Das war jetzt dumm. Wenn er so liegt, geht's, ne? Und wenn er andersrum liegt, ja, dann schieben wir ihn weg, ne? Beziehungsweise dann, ja, holen wir uns selber einmal drüber. So. Ne, schieben wir ein Stückchen weiter, weil sonst liegt er da komplett im Weg. So, zurück. Vor allem, wenn wir jetzt gleich. Ah, wartet, hier noch. Wenn wir jetzt gleich fertig sind mit Mähen. Wir haben derzeit nur eine Presse, gell?
Beziehungsweise dann können wir nochmal, wir haben zwei Sammelwagen jetzt, ne? Wir können mit zwei Wagen die Ballen einsammeln, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett irre, gell? Ups. Wilma? Ja, Wolle? 33.500 pro Anhänger. Ja, schreib ich auf, weiter. Nee, krieg mal. Also wir kriegen es direkt gut. Ui. Wir kriegen es direkt. Ach so. Ja, ja, ich, oh, rechne, sehr schön. Ich rechne direkt jeden Anhänger ab. Okay, ich fahre jetzt hoch zu 41. Ja, aber ich sammle jetzt die Ballen hier unten noch ein. Und was wollte ich sagen? Genau, ich sammle die Ballen jetzt hier noch ein. Und fahre immer einen weg und sammle einen ein. Ja. Also einen rein, einen raus. Einen rein, ja, einen raus. Das ist sehr gut. Genau. So. Richtig gut, Wolle. Ach so, und die Gläsilage war das jetzt übrigens. Und die ist ja sogar noch ein bisschen weniger wert. Ups. Okay. Also für die normale Silage müssten wir eigentlich noch mehr kriegen. Achso, und der Hohenkammer wollte man noch Bescheid sagen. Der wegen dem Feld-Dings. Wegen der Wachstumsstufe, genau. Ja. Da wolltest du noch was sagen. Dann mache ich das mal schnell. Ja. Du das. Oh. Ich habe vorhin, ich dachte, ich habe mein Teamspeak richtig eingestellt, aber ich habe, glaube ich, diese Dingsbums-Nummer nochmal verstellt aus Versehen und ich glaube, deswegen kann ich hier gerade nicht hüpfen. Muss ich mal raustappen weiterhin. Ich habe es vorhin noch gemacht, ne? Aber weil ich es noch bei einem anderen mit einstellen musste, habe ich es, ja, ich habe mich einmal vertippt. Kurz und knapp mal. Hab verkackt. So. Den muss ich auch dieses Mal noch immer wieder raushüpfen. Warte mal. Ja, wo müssen wir lang? Ne, wir können auch weiter geradeaus. Ich wollte gerade sagen, hä? Sagen. Noch hier weiter. Genau. Ja? Bin gerade verwirrt. Doch, und dann können wir gleich nach rechts. Ne? Ist hier? Wo sind... Shitty! Oh nein, ich bin voll... Nee, wir hätten da eben lang gemusst. Oh wow, jetzt weiß ich, wo wir sind. Shitty. Komplett verfahren gerade. Okay, das habe ich gerade voll falsch gesehen. Hier müssen wir gleich links hoch. Na gut, ist nicht weit weg. Eben, wo ich so dachte, ja, müssen wir hier nicht hoch? Nee. Müssen wir nicht. So. Hier müssen wir nämlich lang, ne? Genau, hier sind die blöden Autos, wo wir ständig kleben bleiben. So. Und hier jetzt auch gleich weiter geradeaus. Wie doppi. Ja, wenn es mal hell wäre, ne? Dann ist vielleicht nicht ganz so krass geworden. Jo. Jetzt ein ganzes Stück hoch, ne? Zum Klee. Das ist aber echt ordentlich, was wir hier heute wieder machen, ne? Das ist echt... gut. Na, was ist da oben los? Bremse. Ey, das war knapp. So. Mal warten, dass wir langkommen. Die Turpi. So, da sind wir. Los geht's. So, Wilma, bin wieder da. Sehr gut, und ich bin jetzt bei Feld 41 angekommen und starte. Kommt hier alles weg. So, ich fahre jetzt den zweiten Anhänger hoch mit Silage. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Boah, das ist hier, also wer diese Laterne hier hingebaut hat, naja gut, man müsste eher fragen, wer hat diesen... dieses Lager hier hingebaut. Weiß auch nicht.
Das war echt nicht das schlauste Move, den wir gemacht. Also, naja. Kreatives Bauen? Sehr kreativ. Ja, es muss eine Herausforderung bleiben, Wolle. Ja, so musst du das sehen. Das würde nicht jeder schaffen, da so zu fahren jetzt, weißt du? Ist es. Ein bisschen ruckelig bei dir auch? Jetzt ist weg. Ja, jetzt geht wieder, okay. Familie Ackerer, hallöchen. Ja, hallo, hier ist der Herbert. Herbert, hallo. Grüß dich. Der Vertretungshändler. Ich wollte mal nachfragen, wie zufrieden Sie mit Ihrem neuen Gerät sind. Ja, danke schön, fährt sich prima. Läuft gut, ja? Ja. Ja, das ist sehr schön, das hier. Ein tolles Maschinchen, danke schön. Ja, das freut mich, das wollte ich nur mal hören. Ich bin ja ganz, ganz aufgeregt hier so als Vertretungshändler, da muss man ja mal nachfragen, ob das auch alles so passt, ne? Ja, nein, das ist alles fein. Also ich kann dir sagen, Herbert, wenn meine Schwester zufrieden ist, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, ja, da habe ich mir auch extra Mühe gegeben bei dem jungen, hübschen Ding. Oh, meine Güte, ja. Ach, danke schön. Ja. Herbert, wie alt bist du denn, Herbert? Ja. Jahrgang über 30 oder unter 30er Jahrgang? Ja, doch noch ein Ticken über 30, ne? Ah ja, okay. Ja, ja. Dann hast du Chancen. Ja, dann ist ja gut. Wolle, frag mal, wie er zu Bingo steht. Frag mal. Herbert? Ja? Bist du Bingo? Ja, ich will jetzt eigentlich gleich Feierabend machen und los, ne? Oh, das ist ja toll. Ich drück die ganze Zeit die Daumen. Ja, fast jeden Abend, ne? Wenn ich nicht gerade arbeiten muss. Ne? Das ist ja krass. Ja. Ja. Jeden Abend Bingo, das ist aber schon, das ist aber schon... gewisses Suchtpotenzial da, oder? Nein, das ist sportlich, Wolle. Ja, ich meine, das kostet ja auch immer ein bisschen Geld, ne? Aber ich meine, man gönnt sich ja sonst nicht so viel. Gut, dass wir gleich beim Thema sind. Wie viel hast du auf dem Konto als Händler? Ja, als Vertretungshändler. Wolle. Ja, was denn, Wilma? Du ist brauchst, okay. Du brauchst einen guten Mann. Ja, das, ja. Der muss Kohle haben. Ja, also bin ich ja hier Hof Thalberg, ne? Ja, und ach so. Ja. Und da hat man so also haben Sie nicht nur den Händler, sondern auch einen Hof? Ja, so. Händler mache ich ja nur Vertretung jetzt, ne? Ja. Weil der Obermeier wollte mal ein bisschen im Außeneinsatz tätig sein heute. Ja, schön. Ja, mal gucken, was er den ganzen Tag so verkauft. Mal gucken, ob das auch verkauft, ne? Ja. Bei dem wie Obermeier... sieht das so? Wie stehen Sie zu Schafen? Ja, sind schön plauschig, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja, kann man schicke Pullover draus machen, ne? Aus der Wolle, ja. Ist scharf, aber was ne, das ist mit bleibt mir? Was? Nee, aus dir kann man keinen Pullover machen, Wolle. Aus dir nicht. Ach, hast du nicht gerade Wolle gesagt? Mehr, ja, ja, auch. Also es gibt mehrere Formen von Wolle. Ach so. Ja, stimmt. Ne? Jetzt, wo du sagst. Ja. Ja. Ja, nee, also finde ich, kann man sich mal ein bisschen reinknuddeln, wenn man das will, ne? Ich habe mal eine Frage, Herbert. Ja, was denn? Wieso ist denn das so dunkel in diesem Kacknest? Ich sehe ja nicht mehr die eigene Hand vor Augen. Das ist oh, holy shit. Ja, weil wir Januar haben, ne? Olle? Das war ein Drift, leck mich am Eimer. Jojojojoj. Sag mal, wem gehört ein Feld 7? Müsst ihr vielleicht mal anrufen. Gehört das? Ach, das gehört doch den Damien, oder? Ach nee. Ich glaube, ich muss da mal, glaube ich, kurz mal anrufen. Ja, dann schnack ich mit deiner Schwester sicher? Ein bisschen weiter, ne? Du ja, mach das mal. Macht dir gar nichts, wenn du mal kurz weg bist. Nee. Oh oh. Lass dir Zeit. Oh, oh. Oh! Ja, es ist. Ja, muss ich mich für meinen Bruder so ein bisschen entschuldigen, glaube ich, manchmal. Er ist ein bisschen aufgedreht in manchen Momenten, wissen Sie? Ja, da hoffe ich ja mal, dass er nicht mit der neuen Maschine unterwegs ist. Nee, das bin ich. Oh. Also, da ist es ja selbstverständlich. Ja, dann ist sie auch. Deswegen habe ich die auch abgeholt. Ich muss die ja erstmal angucken und wenn ich dann sage, ja, das passt so, dann kriegt mein Bruder sie eventuell. Beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, kriegt er sie nur, wenn ich sie nicht mag. Ja. Dann kann er sie haben. Aber die ist toll. Nee, das ist doch schön. Das ist doch ja. Schön. Nee, aber wenn er immer so hoch mit der damit umgeht, das ist dann ja auch nichts, ne? Ja, das, naja, er ist sehr ambitioniert und er ist halt so ein richtiger Sportler, wissen Sie? Das noch so aus früheren Zeiten. Naja, aber das geht halt ja nicht immer und überall. Und das vergisst er vielleicht manchmal. Bisschen übermotiviert manchmal, ja? Ja, schon. Ja. Aber ne, diese Motivation ist ja prinzipiell gar nicht so verkehrt. Aber Sie sehen, dann passieren halt ne, manchmal so Sachen.
Und ja, dann ist er zu schnell unterwegs. Was meinen Sie, da kann ich Ihnen Geschichten erzählen, wie oft ich den schon aus dem Krankenhaus abholen musste. Und dann war das so, ja, hups, da habe ich vielleicht nicht richtig geguckt. Ja, richtiger Draufgänger, also, ja. Ja, schon. Ich meine, es ist besser geworden jetzt mit... Nee, eigentlich nicht. Es ist mit dem Alter schlimmer geworden. Ich brauche das gar nicht irgendwie umschreiben. Es ist mit dem Alter immer schlimmer geworden. Immer leichtsinniger, der Junge. Ja, man würde denken, er würde daraus lernen. Aber er sagt ja, er kann das jetzt und muss dann feststellen, er kann es immer noch nicht. Ja, ich meine, im Alter, da ist das mit der Reaktionszeit und so, das wird ja auch weniger, ne? Ja, das dürfen sie aber ihm so nicht sagen, ne? Nicht? Das, nee. Nee. Ist er ein bisschen eitel? Hat er das noch nicht so anerkannt? Ja, nee, nicht wirklich. Auch das Thema Alter ist, das will er auch so... Nee. Will er nicht so viel vom Wissen, ja. Nee. Also er ist ja sehr jung geblieben. Bin ich ja auch froh drüber, ne? Ja. So ist er nicht. Ja. Nee, das ist doch gut, ja. So, da bin ich wieder. Hi. Oh, ja, dann müssen wir ja schnell das Thema wechseln. Ja, wir haben nicht über dich gesprochen, Wolle. Ja, wirklich was? Nicht. Habt ihr über mich gesprochen? Nein. Wir haben über die Schafe gesprochen, diese Wolle. Ja. Ach so, ja. 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 Leute, wenn ihr vorbeikommt zum Schafeknuddel. Ja. Ich soll Schafe knuddeln? Nee, ich. Ja. Ach, du sollst du willst Schafe knuddeln. Ja. Naja, das machst du richtig auf jeden Fall. Warte mal, hier. Habe ich noch einen? So. Erzählt nur weiter, ich lagere nur um unsere Ballen gerade aus. Ja. Geht's dir gut, Wolle? Naja, so im Großen und Ganzen geht's. Hallo? Ja, Polizei Geigenberg, streng hier. Hallo. Ich habe ein Problem. Ja, Sie auch, das stimmt, Sie haben ein Problem. Haben Sie auch ein Problem? Naja, mit Ihnen gerade. Nee, ich habe ein Problem. Bei mir ist kaputt. Wolle! Ja. Fragen Sie mal, warum. Hä? Also, Wolfgang. Haben Sie es kaputt gemacht? Ich kann gar nichts mehr machen. Ich mach schnell Feierabend. Bei mir brauchen Sie nicht mehr ankommen heute. Es ist vorbei heute. Tschüss. Tschüss. Was ist denn jetzt? Ja, warten Sie mal bitte ganz kurz. Bin sofort für Sie da. Was hat er denn schon wieder? Also, gute Frage. Wo ist er denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Er steht hier bei sich am Hof. Der kann sich nicht mehr bewegen. Okay. Dann muss er einmal sich vielleicht so ganz kurz so ein kleines Powernap machen, ne? Hilfe ist on the way, wie man so schön sagt. Oh ja, glaube, er legt sich mal ganz kurz schlafen. Ja, hat sich auf jeden Fall schlafen gelegt. Ja. So einen ganz kurzen Moment. So, Wilma. Ja? Also, ich habe jetzt gedüngt und fertig gepresst. Was soll ich denn jetzt machen? Hier oben auf der 41 kannst du auch pressen. Och nö. Ja, schon. Mann. Klee! Ja, das ist Klee, toll. Adelheid. Könnt ihr nicht was anderes machen als die Lasche? Nee. Warum nicht? Also manchmal haben wir noch ein bisschen Hafer. Manchmal. Okay. Gelegentlich. Konrad? Ja, Adelheid? Nächste Ortsratssitzung. Preise von Silage runterschrauben. Das sagen Sie seit Anfang an schon. Ja, viel zu teuer hier. Alles viel zu teuer. Also wir schmeißen hier mit den Punkten um uns. Geht ja auch nicht. Ja, aber es ist doch alles für die Tiere. Ich bin jetzt gerade hier beim Wolfgang und auf dem Hof. Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt hier nochmal auf den Wolle warte. Mit meinem kleinen, war ich auch nochmal so kurz Toilette und so. Oh, Wolle, so, da bist du schon wieder, ja? Entschuldigung, da bin ich wieder. Ja, Wolle, jetzt kannst du aber ruhig dich nochmal kurz hinlegen. Wir machen jetzt nochmal einen kurzen Break, ja? Ach, ist schon wieder vorbei? Ist schon wieder, ja. Sag mal, ich bin doch gerade erst eingenickt. Ja, Wolle, dann machst du, dann holst du dir jetzt nochmal ein Käffchen. Ach, das ist ja nicht normal. Will der Herr Streng noch was von mir? Ja. Oder wollen Sie das dann das nächste Mal? Och, scheiße hier. Wollen Sie das dann? Das besprechen wir dann hier kurz nach unserem kurzen Nickerchen. Okay, gut. Ich muss ins Heim meine Tabletten holen. Sehr gut. Also du bist schon im Nickerchen? Nein. Ach so, na dann mach. Ich warte. Okay, Entschuldigung. Ja, dann mach. Sind wir für heute am Ende, Liebe? Welches Feld war das? 41, Adelheid. 31? Nee, 41. Okay. 41. Portivon. Ja. So, da ist aber heute Ende. Jetzt erstmal.
Wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat, ihr Lieben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei allen anderen vorbeischaut. Die Kanäle sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dementsprechend würden wir uns an dieser Stelle verabschieden und wünschen euch noch einen zauberhaften Tag. Und würden mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.